Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Geschwister im Islam, ich grüße euch alle. Wir danken und loben und preisen dem Herr der Welten, Rabbul Alamin. Und wir schicken unsere Friede und Grüße an Prophet Muhammad, an seine geläuterte Nachkommenschaft und an seine auserwählten Gefährten. Und ich begrüße euch alle und wünsche Gottes Barmherzigkeit und auch Gottes Verzeihung und Vergebung für euch alle. Dem Gott, dem Erhabenen, ich wünsche deine Segen und Gunst für uns alle. In dieser Video, ich würde gerne ein paar Punkte über Islam und auch Salam etwas sagen. Islam, das Wort Islam bedeutet, ist abgeleitet von S-L-M, Selim, hat drei Bedeutungen. Und Islam ist Projekt des Gottes für alle Menschheit. Gott, als er die Erde geschaffen hat, hat zwei Projekte eingeschlagen. Einmal Mensch geschaffen worden ist, einmal auch für deine Glück, Gottseligkeit, Glückseligkeit, Frieden. Gott hat zweite Projekt eingeschlagen, heißt Islam. Islam ist der Name aller Religionen, himmlischer Religionen. Wir haben keine anderen Religionen, außer eins. Islam, Hingabe an Gott. Wie Goethe gesagt hat, wenn Islam Ergebenheit dem Gott gegenüber ist oder Hingabe, wir sind alle im Islam geboren und sterben im Islam. Keine andere Wahl. Salam, Salam einmal bedeutet Frieden. Wir sollten das wissen. Frieden. Zweite Bedeutung von Salam und Name des Gottes ist Gesundheit. Dritte bedeutet auch Hingabe. Die Araber vor Islam, als sie einen Zelt in der Wüste gebaut, aufgestellt hatten und war sehr dicht und auch geschützt und gegenüber Skorpionen und auch Schlangen. Man nannte dieser Zelt Salam, Khaymatus Salam. Das heißt Sicherheit, weil ist sicher gegenüber Skorpionen und Schlangen. Und Gott nennt sich Assalam. Wenn mit Artikel S kommt, El-Islam, Assalam, nur dass Gott gemeint ist. Quelle des Gesundheits. Und jemand oder ein Wesen oder Mann, keine Mangel, keine Krankheit, keine Änderung passiert mit ihm. Er ist voller, wenn man sagen darf, voller Gesundheit für immer und ewig und Quelle von Gesundheit und auch Frieden und auch ihm gegenüber, wir sollten hingebig sein. Salam hat sein zweites Projekt für die Menschheit, nachdem Mensch geschaffen ist, ein Projekt eingeschlagen, damit dass der Mensch im Frieden und in Glückseligkeit leben kann und einander nicht verlassen, nicht zerreißen, nicht Grenzen überschreiten. Und wir leben in einer Karawane für ein paar Tage. Wir sind so Karawansara, aber wir sind auch Menschen, wie in einer Karawane zusammen, haben eine Reise. In Reisezeit, wir sollten so salem sein, da im Frieden und im geistigen und körperlichen Gesundheit. Zuerst Frieden, zweitens Gesundheit, Seele, Geist, Körper und Individuum und Gesellschaft. Weil Islam bringt mit sich Gesundheit und auch Frieden und auch Sicherung. Deswegen Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, jemand, al-Muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. Sicherheit. Muslim ist jemand, Muslim. Frieden schenkende Person bedeutet. Muslim, subjektiv. Frieden schenkende Person, der man alle anderen Menschen von seinen Schaden, von seinen Gefahren in Sicherheit sind. Von ihm keine Schaden anderen zugefügt werden oder er schadet anderen nicht. Das ist Muslim. Dann Salam, Islam und Muslim. Alle Propheten, Jesus, Christus, Abraham, alle waren so Muslim. قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Von eurem Gott zu euch gekommen ist. Und Ansprachpartner hier sind die Ahlul Kitab, Schriftleute, in erster Linie. Aber
allgemein alle Menschen sind so Ansprechpartner, dieser Vers, von Gott zu ihnen gekommen ist. Ein Licht und auch ein klärendes Buch, Kitabun Mubin, oder aufklärendes Buch. Gott rechtleitet, damit die Menschen seine Zufriedenheit suchen und dafür zu tun haben, zum Friedenwege. Und die Friedenwege auch führen in geraden Weg. وَيَهْدِهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Das heißt, die Wege, die zum geraden Weg auch führen, als Subul Salam, Friedenwege genannt worden sind. Und oh, wir haben auch ein anderes Wort wieder. Paradies hat unterschiedliche Namen. Und ein Name des Paradies ist Darus Salam. Wissen Sie, es gibt zwei Staaten auch in der Welt. Einmal Hauptstadt von Tansania und einmal auch Hauptstadt von ein kleines Land an der Nähe von Malaysia. Auch Darus Salam. Brunei. Brunei Darus Salam, Tansania Darus Salam. Aber ursprünglich im Koran Darus Salam ein Name von Paradies ist. Darus Salam, Friedenhaus oder Friedenwohnort oder ja, Friedenhaus kann man sagen. Allah ist Frieden, Quelle der Frieden und Gesundheit. Und deswegen, die Muslime sind gefordert, auch miteinander mit Salam begrüßen. Grüß Gott! Wenn wir sagen, Salamullahi alaikum, wir wünschen von dem Gott der Quelle von Gesundheit und Frieden, Frieden und Gesundheit für andere Menschen, aber von Gott. Das ist auch ein Bittgebet. Unsere Salam ist auch ein Bittgebet. Salamu alaikum. Dann, Koran sagt, wenn jemand euch begrüßt, begrüßen sie mit einem schöneren, zusätzlichen Wort. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wenn er sagt, wa rahmatullah wa barakatuh. Seine Barmherzigkeit und auch seine Segen und auch seine Grüße sei auf dich. Und das ist Wunschwort. Beim Gebet auch, wir haben täglich, beim täglichen Gebet einmal, wir begrüßen Prophet Muhammad salawatullah wa salam, alle Muslimen bei ihrem Tashahud. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, Frieden und Gesundheit sei auf uns. Und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und Frieden auf euch, rechts, links, alle Menschen. Wir wünschen Frieden für alle Menschen, die und rechts und links in unserer Umgebung stehen. Sehen Sie, wie weit ist Islam friedlich? Quelle des Friedens ist geoffenbart von Quelle des Friedens wieder, von Gott, Assalam, Al-Islam, dann die Wege, die zum geraden Weg führen, Subul Salam und am Ende dann Darus Salam. Deswegen Gott auch im Koran Salamun Qawlan min Rabbir Rahim. Salam ist ein Wort im Surat al-Yasin von Barmherzigen, ein Wort von Barmherzigen Gott, Barmherzigen Herr. Deswegen ist sehr wichtig, ist unersetzbar. Kann man nicht Salam mit Ciao oder Moin oder okay, Türkisch Tunaiden, Günaiden, nein, die sind andere Formen, aber Salam ist ein Bittgebet und dadurch auch, wir wünschen von den, vom Gott so Frieden und Gesundheit und Sicherung für alle Menschen. Und Islam, einmal Hingabe an Gott, einmal Verbreitung von Frieden. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, wir haben tierlei Beziehungen, Beziehungen mit uns selbst, Beziehungen mit Mitmenschen, Beziehungen mit dem Gott, und Beziehungen mit Natur, Umwelt. Und Islam auch bedeutet, dass diese vierlei Beziehungen in Frieden behalten und im Gesund und in Sicherung und in Gesundheit behalten. Islam will diese vierlei Beziehungen in Gesundheit und Frieden behalten und auch fortgesetzt werden. Am Ende, wir haben auch ein sehr schönes Bittgebet nach dem täglichen Gebet normalerweise sollte das rezitiert werden und einige Muslime machen das. Allahumma anta salam. O Gott, du bist Quelle der Gesundheit, du bist Quelle der Frieden, Sicherung. Allahumma anta salam. Wa minka salam. Von dir ist Frieden, von dir ist Sicherung, von dir ist Gesundheit. Und Allahumma anta salam. Wa minka fahayyana fi salam. Belebe uns in Frieden, in Sicherheit, Gesundheit, Seele und Körper und Gesellschaft. Hayyana fi salam. Wahdina ila subul salam.
zeig uns die Wege von zum Frieden. Wadkhilna ila dar salam. Lass uns in Salam, Friedenhaus, Reinhaus reintreten. Und von Paradiesleute werden. Tabarakta, ya zal jalali wal ikram. Deine Segen ist kontinuierlich, o Gott. Und du bist majestätisch und du bist großzügig. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.